Hallo, die Entferntaste aktivieren. Normalerweise löscht man eine Datei, indem man sie markiert und die Entferntaste drückt. Das ist bei GNOME 3 nicht der Fall. Das hier ist GNOME 3.6. Und zwar ist es da so, dass man die Datei markiert. Man drückt auf die rechte Maustaste und dann in den Müll verschieben. Oder man markiert die Datei und drückt die Tastenkombination STRG entfernen. So wird die Datei ebenfalls in den Mülleimer verschoben. Oder man markiert die Datei und drückt Shift entfernen. Und so löscht man die Datei dann. Um das Steuern zu entfernen, also dass man nur die Entferntaste drücken muss, um eine Datei zu löschen, geht man wie folgt vor. Man macht alle verborgenen Dateien im persönlichen Ordner sichtbar, geht ins Verzeichnis .config, ins Unterverzeichnis Nautilus und editiert hier die Datei ACCELS. Okay, dann geht man zu dieser Zeile, zu Actions, Dir für Actions Trash. Man entfernt das Semikolon ganz vorne und hinten zwischen den Anführungszeichen entfernt man das Primary, sodass nur noch Delete da steht. Dann speichern und dann Nautilus schließen, Nautilus neu starten und dann müsste es funktionieren. Einfach nur noch die Datei markieren, Entferntaste drücken und so wird die Datei gelöscht, beziehungsweise in den Mülleimer verschoben. Ciao und viel Glück.